Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen auf diesem Kanal und herzlich willkommen zu unserem neuen Hörspiel heute. Heute hört ihr nichts Neues. Ihr hört die Videos, die es von Montag bis Freitag gegeben hat in der vergangenen Woche. Noch einmal komplett zusammengefasst als Hörspiel ohne mein Blabla dazwischen. Das heißt, ihr könnt euch zurücklehnen, entspannen und die Kakerlakenvorstellung genießen. Legt die Füße dabei hoch, macht's euch gemütlich. Macht euch vielleicht noch einen Tee oder holt euch ein paar Plätzchen. Ach nee, die Plätzchenzeit ist ja schon wieder so gut wie vorbei. Ja gut, aber auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß bei unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Und los geht's! Einen schönen guten Tag, spreche ich gerade mit Herr Alfred. Mit wem? Mit Herr Alfred. Ja, und der Nachname? Lümmel du Chen. Genau. Schön, Sie zu erreichen. Mein Name ist Arinda. Ja. Und ich melde mich von der Firma Tredero. Tredero? Ja. Online-Training. Ja. Wir sind hier an Meldung, die Sie bei uns gemacht haben. Und Sie haben Interesse gezeigt an Bitcoin. Ja. Ist das richtig? Wollen Sie auch einen Kaubonbon haben? Wir haben für Halloween gerade ganz viel gekauft. Damit die uns nicht irgendwas an den Briefkasten schmieren. Wie bitte? Ob Sie auch einen Kaugummi wollen. Aber haben Sie Interesse? Weil ich bin hier personeller Account Manager. Ja, wir könnten noch ein bisschen Geld gebrauchen, weil wir mussten extra die billigen Kaufland-Bonbons kaufen. Ne, eigentlich gab es keine anderen, aber egal. Ich höre Sie nicht. Ja, ich habe auch einen Bonbon. Ich habe einen Kaugummi im Mund. Bonbon? Was ist das? Ja, so zum Lutschen oder so. Nur erzähl mal. Herr Alfred. Ja? Herr Alfred, haben Sie Interesse am Online-Trading? Na klar. Müssen Sie investieren? Ja. Okay. Unsere Firma heißt Tredero.com. Ja. Haben Sie einen Laptop jetzt? Benutzen Sie einen Laptop? Ja, einen Laptop habe ich nicht, aber einen Computer habe ich immer dabei. Okay, perfekt, prima. Öffnen Sie einmal. Ich soll meinen Computer öffnen. Ja, haben Sie Internet? Ja, Moment, ich mache kurz meinen Computer genau. Aus. Ich guck mal rein. Und öffnen Sie eine Google-Seite. Okay? Ich soll in meinem Computer die Google-Seite öffnen. Ja. Warten Sie, ich guck mal nach, warten Sie. Warten Sie. Ja, keine Probleme. Also ich habe jetzt reingeguckt, da ist... Nee, da ist keine Google-Seite drin in dem Rechner. Nein, Sie müssen öffnen. Ja, ich habe gerade geöffnet. Ah, okay, genau. Und schreiben Sie tredero.com. Wie soll ich jetzt hier einfach reinschreiben? Ja. Nee, denn das ist doch hier sensible Technik, da schreibt man doch nicht drauf. Nein. Einmal. Deine E-Mail ist g2rolf.stein2e.r. Nein, das ist nicht. Einen Moment. Kann ich den Computer wieder zumachen? Nein. Nicht? Nicht. Doch, ich mach den jetzt wieder zu. Herr Alfred. Ja? Haben Sie Interesse investieren in Online-Trading? Ja. Haben Sie... Okay. Aber ich will nicht meinen Computer aufmachen. Okay, keine Problem. Machen Sie deine Handy Lautsprecher. Ja, das habe ich sowieso, weil sonst funktioniert das mit dem Aufnahmen nicht so. Ist immer besser, wenn es auf Lautsprecher ist. Denn mittlerweile ist Android da auch schon, dass die alles sperren. Ja? Aber Sie verarschen mich. Nee. Wieso? Ja. Womit denn? Ja. Ja, womit denn? Sie haben
Kein Interesse. Doch, richtig? Natürlich. Nein, das ist nicht richtig. Warum nicht? Ich habe da schon ein Interesse dran. Weil natürlich habe ich ein Interesse, gesagt, schon alleine wegen dem Sie Kanal. Haben mir gesagt, haben einen Computer, haben Internet und ja. Müssen, und wenn Sie wollen, müssen nur öffnen und das in eine Google-Seite und schreiben 3D.com. Ja, aber wenn Sie sagen, ich soll den Computer öffnen, dann muss ich ja das Gehäuse öffnen und das macht man ja nicht. Dann mit der Garantie immer scheiße. Das, wenn Sie sagen, ich soll im Internet was öffnen, dann müssen Sie sagen, starten Sie den Computer, fahren Sie den Rechner hoch, dann loggen Sie sich bei Windows an und dann dann ein Internetfenster öffnen. Das wäre doch verständlich. Ja, genau. Ja. Aber wenn Sie sagen, ich soll den Computer öffnen, das ergibt doch keinen Sinn. In Google? Ja. Müssen Sie nur Google? Ja, dauert aber noch einen kleinen Moment. Da läuft gerade von Avast noch so ein Virenschutz drüber. Hier so eine Startzeitprüfung. Das muss ich ab und zu mal machen, wenn ich hier mit so viel... Keine Problem. ...das zu tun habe. Ja. Aber ich kann ja so lange die Wäsche schon mal anfangen. Ja, also bei 99% ist es schon, müsste gleich fertig sein. Ja. Wie bitte? Und was macht ihr da so den ganzen Tag? Was machen wir den ganzen Tag? Ja. Kunden anzurufen und Trading zu erklären. Okay. Und wie geht das? Sie das? Wie geht das? Wie geht es mit dem Trading? Dann erklär mal. Ich erkläre Ihnen. So, ja. Es ist eine Investition mit 250 Euro. Ja. Und dann von dieser Investition, Sie haben die Möglichkeiten, jeden Tag Geld zu verdienen. Ja. Wie viel natürlich, es hängt ab, alles in die Bewegungen, wie das heute ist. Mhm. Okay? Ja. Und dann, Sie sehen, wie das geht, wie das funktioniert. Mhm. Sie testen Sie uns. Wenn das in Ordnung ist, können Sie weitermachen. Wenn nicht, Sie können jederzeit Ihre Kapitalauszahlung lassen. Ja. Und natürlich, wenn Sie einen Computer vor sich haben, kann ich Ihnen unsere Seite erklären. Ja. Haben Sie einen Computer? Ja, ich habe einen Computer. Aber der fährt ja gerade hoch, habe ich ja gesagt. Dauert noch einen kleinen Moment. Wie bitte? Ich sage, der fährt gerade hoch. Okay, nehmen Sie. Mhm. Das ist doch so laut bei euch. Moment, ich muss mal meine Hose richtig festmachen. Meine Jogginghose rutscht. Ach nee, das ist meine Boxershorts, die rutscht. Nicht meine Jogginghose. Meine Boxershorts ist ausgeleiert. Ich sag, meine Unterbuchse ist ausgeleiert, die rutscht. Ich brauche eine neue. Achso. So, ich guck mal kurz am Computer. Ja, langsam. Ich brauche immer noch ein bisschen. Es ruft schon wieder jemand an auf der Leitung. Dann kann ich ja die Wäsche noch machen. Aber passen Sie auf, damit wir dieses Gespräch nicht so viel dauert. Haben Sie wirklich Interest Trading zu machen oder wie? Ja, na klar. Wie bitte? Ja. Okay. Nehmen Sie den Computer. Ja, der fährt ja gerade hoch. Eine Sekunde, weil es ist zu laut, auch bei mir, auch bei Ihnen. Kann ich nochmal auflegen und ich rufe Ihnen wieder in einer Sekunde? Nee, das ist ja Quatsch, in einer Sekunde. Wie bitte? Ich sage in einer Sekunde, das ist ja Quatsch. Was ist Quatsch? Na, wegen der Sekunde. Okay, ich lege nicht auf. Okay. Oh, ich bin auch gleich fertig. Aber ich habe eine Frage. Ja. Wo sind Sie? Im Badezimmer.
Okay, Sie gehen in Badezimmer oder nehmen Sie den Computer jetzt? Oder der Computer ist im Badezimmer eigentlich? Nee, der Computer fährt gerade hoch. Der ist im Büro, aber ich bin im Badezimmer, um die Zeit sinnvoll zu nutzen. Haben Sie? Moment. Guck mal, Herr Gerold, weil ich habe nicht so viel Zeit. Haben Sie den Computer jetzt oder nicht? Ja, der fährt gerade hoch. Okay. Ich habe ja gesagt, da ist gerade so eine Avast-Startzeitprüfung. So, jetzt ist die Waschmaschine. Aber passen Sie auf, weil es ist etwas bei mir passiert, das ich schon gesehen habe. Ja. Haben Sie vielleicht 2 Telefonnummern, oder? Weil mit dieser E-Mail-Adresse haben wir auch gestern mit jemandem gesprochen. Ne, ich habe jetzt aktuell habe ich 11 Telefonnummern. Was haben Sie jetzt aktuell? Aktuell nutze ich 11 Telefonnummern. Mehr ist 11 nicht, Telefonnummer. Ja, mehr ist nicht mit den verschiedenen Charakteren handhabbar, dann kommt man da durcheinander. Mein Telefon, das zeigt doch maximal nur 25 Rufnummern an, aber ich habe ja noch 3 privat. Sie? Bitte? Wie heißen Sie? Ja, Herr Lümmeltütchen. Okay, warten Sie ganz kurz. Ja. Tobi Fehn am Apparat, Herr, wie geht es Ihnen heute? Ja, ganz prima. Nochmal bitte? Mhm. Hören Sie mir? Ja. Super, Herr Thaler. Ich rufe Sie an von Onlinehandel. Sie sind jetzt bei uns gerade angemeldet. Sie sind online beim Solidstock-Seite. Was? Die habe ich gerade zugemacht. Haben Sie gerade zugemacht? Ja, die war komisch, die Seite. Was meinen Sie? Ja, die war komisch, die Seite. Was ist komisch über die Seite? Ich fand die komisch, die war irgendwie nicht vertraut. Und wenn die Seite komisch war, warum sind Sie bei uns denn angemeldet? Ja, habe ich ja erst festgestellt, nachdem ich mich angemeldet habe, dass die Seite komisch ist. Also spreche ich mit Herrn Klaus Thaler, oder? Ja, ja. Okay, super. Herr, jetzt sagen Sie mir, wofür sind Sie interessiert? Wieso sind Sie auf unsere Seite angemeldet? Und wer hat Ihnen die Seite gezeigt? Jürgen. Weil Sie sind nicht von unserer Werbungskampagne angemeldet, so das finde ich eigentlich nicht seriös. Normalerweise, wir haben nicht Kunden, die bei uns sofort selbst bei der Seite anmelden, ja? Muss man sich quasi über so Betrugswerbung anmelden, damit es nicht auffällt. Okay. Nein, hat nicht mit zu tun. Sie kennen uns nicht, ich kann Ihnen nicht. Ich möchte hier, dass wir zusammen ein bisschen sprechen, damit ich Bescheid weiß, mit wem ich rede, ja? Aha. So. Sagen Sie mir bitte, wie sind Sie an unsere Seite angekommen? Ja, über Google. Über Google. Mhm. Und das war, was haben Sie gesucht über Google? Ja, gesucht habe ich mit Geld verdienen und so. Verstehe ich. Mhm. Onlinehandel. Wissen Sie, was das ist, Herr? Ja, ja, klar. Mhm. Haben Sie schon Erfahrung mit? Nur ein bisschen. Nur ein bisschen, verstehe ich. Und, hast schon gesagt, an welche Market sind Sie interessiert oder wieso sind Sie bei uns angemeldet? Ja, ich habe mir mal die Seite angeguckt, aber ich habe dann schnell festgestellt, dass die komisch ist. Also was finden Sie komisch über die Seite, können Sie mir sagen? Weil ich schaue hier, dass Sie sind einfach auf Finanzen hingegangen und dann nichts mehr gemacht. So, wenn man was komisch findet, der sucht ein bisschen, ja? Ja? Schaut ein bisschen, wie die Seite ist, aber sie haben das nicht gemacht. Ja, weil mir das da schon aufgefallen ist, dass da irgendwas nicht koscher ist an der Seite. Ich meine, eine normale Webseite schleust einen ja nicht gleich aufs Zahlungsprogramm. Was meinen Sie mit einer normalen Seite? Ja, die anderen seriösen Trading-Plattformen, da wird man ja nicht gleich auf zur Einzahlung genötigt. Also, zuerst, Sie haben bei uns nicht eingezahlt. Sie haben bei uns noch nicht ein Konto geöffnet und Sie haben bei uns gar nicht geschaut. Richtig, weil ich will mein Geld ja auch nicht verlieren. Sie haben überhaupt keine Einzahlung gesehen, Herr. Sie waren beim Finanzamt, dort sind die Optionen. Das bedeutet nicht, dass Sie werden was einzahlen.
Aber wenn Sie nicht wissen, dann Sie spekulieren und Sie kommen aus diesem Grunde, die Sie falsch sind. Sie sagen, dass Sie unsere Unternehmer oder die Plattform, dass Sie eingeloggt sind, es ist nicht seriös. Mhm. Wieso sagen Sie das bitte? Naja, weil das danach aussieht. Ich meine, es ist ja auch schon der beste Beweis, dass da bei euch Musik im Hintergrund läuft am Telefon. Das ist auch nur bei Leuten, die ja, nicht seriös sind. Ja, und ich bin auch in Lautsprecher von Ihrer Seite. Ja, ganz genau. So, ich höre meine Stimme. Ja. Wir haben Musik, weil ich sitze in meinem Büro und ich möchte Musik hören. Ja, aber kein seriöses Unternehmen hat Musik am Telefon an. Es ist nicht am Telefon, es ist am Hintergrund. Ja, es ist ja das Gleiche, es kommt ja aufs Gleiche drauf hinaus. Es ist nicht das Gleiche. Und mit seriösen Unternehmen, was meinen Sie, wenn ich fragen darf? Ja, kein seriöses Unternehmen der Welt hat Musik im Hintergrund laufen. Welches ist dieses seriöse Unternehmen in der Welt? Sagen Sie mir einen, bitte. Ja, Amazon zum Beispiel, oder wenn man jetzt zum Beispiel mal im Trading-Bereich... Amazon hat nicht mit Online-Handel zu tun. Amazon ist ein Unternehmen, das... Naja, ja, dann unterbrich mich nicht, dann kann ich auch fortfahren. Dann erst die, okay, ganze, sagen Sie erst die ganze Antwort hören, dann antworten. So, zum Beispiel Binance habe ich auch keine Musik im Hintergrund, da sitzen nur professionelle Berater. Super, Sie sind aber jetzt nicht mit einem Berater in Verbindung, Sie sind jetzt mit einem Ansprechpartner in Verbindung. Ja, ist ja das Gleiche. Damit Sie das Bescheid wissen. Ja, aber da ist trotzdem keine Musik bei den anderen im Telefon. Also, nicht alle Unternehmen sind gleich, ja? Richtig, manche sind Betrüger. Was meinen Sie mir das? Na, ihr. Sie kennen mir überhaupt nicht oder mein Unternehmen überhaupt nicht. Nee, aber und ihr Sie kommen, ja das und schon. Und Sie kommen dran. Und Sie kommen dran, Sie spekulieren und dann... Nein, Sie das sagen, ist keine Spekulation, das ist ein Fakt. Ich meine, kein seriöses Unternehmen hat Musik im Hintergrund. Also, ich werde die Musik nicht so machen, weil Sie sagen das, ja? Ich möchte Musik hören, weil das ist mein Büro und ich kann machen, was ich will. Ja, aber dann musst du halt damit auch leben, dass man dich für unseriös hält. Was ist unseriös, über Musik zu hören? Das macht man halt einfach nicht Sie bei Finanzgeschäften. Sie möchten nicht Musik hören, das bedeutet nicht, dass das unseriös ist. Und mit einer seriösen Firma... Ich verstehe eine lizenzierte Firma und Sie haben mir bis jetzt überhaupt nicht über die Lizenz gefragt und Sie kommen dran, Sie sprechen über Betrügen, aber Sie heißen überhaupt nicht Klaus Thale, oder? Doch. Doch heißen Sie so. Ja, wie soll ich denn sonst heißen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, Sie sind ein Betrüger. Nee, die Betrüger seid ja ihr. Ich meine, ich habe gedacht, wir machen den Spekulieren-Spiel hier. Nur weil ich mich jetzt am Anfang gemacht habe. Nur weil ich mich jetzt nur weil ich mich jetzt bei euch nicht anmelde und kein Geld einzahle, ist das jetzt schlimm oder was? Also, nein, es ist nicht schlimm. Es ist schlimm, dass Sie bekommen einen Anruf von einem Unternehmer und ohne was ihr seid zu wissen, kein Unternehmen. Ohne einen Grund. Sie kommen dran und Sie sagen, dass ich bin ein Betrüger, Herr. Ja, habe ich ja von alleine rausgefunden auf eurer Seite. Wo haben Sie das gefunden, bitte? Ja, eure Seite, die ist komplett unseriös aufgebaut und genau das, die Webseite benutzt sogar das gleiche CMS wie alle anderen Betrugswebseiten. Also, zuerst, überhaupt kein Unternehmer, es ist das gleiche, ja? Kein Unternehmer. Mhm. Coinbase, Bitcoin und... Alles, Bitcoin Code, tut mir leid, und Binance und eToro und egal welche Unternehmen, es ist nicht die gleiche. So, es bedeutet nicht, dass die Unternehmen oder ein von den Unternehmen Betrüger ist. Wenn Sie wissen möchten, ob ich ein Betrüger bin oder ob unser Unternehmen ein Betrüger ist, dann Sie sollen beim CCA schauen. Wissen Sie, was das ist? Ja, da seid ihr ja bereits gemeldet. Das wissen Sie schon. Gut. Mhm. Wissen Sie, was BaFin ist dann? Ja, da seid ihr ja bereits gemeldet. Super. Die BaFin warnt vor euch. Super, das ist schon gut. Sie spekulieren überhaupt nicht. Also wenn die BaFin sagt, dass ihr Betrüger seid, ich glaube, dann stimmt das schon. Herr. Sind Sie jetzt online mit einem Handy oder Computer oder was nutzen Sie gerade? Nee, was für ein Gerät? Jetzt im Moment nutze ich der Festnetzgerät. Ich meinte online zu gehen. Haben Sie dabei einen Laptop, einen Computer
Ja, den kann man ja nicht dabei haben, einen Computer, der steht. Wo steht Ihr Computer bitte? Am Schreibtisch. Nochmal? Ich sagte am Schreibtisch. Super. Mhm. Können Sie kurz auf Google gehen? Nö. Können Sie nicht. Also, Sie haben gesagt, Sie möchten wissen, ob wir ein richtiger Unternehmer sind oder nee, nicht, ja? Das weiß ich ja schon. Ich habe nicht gesagt, ich möchte das noch wissen. Das wissen Sie schon. Ja. Verstehe ich. Also, Herr Faller, normalerweise, man kommt nicht auf ein Unternehmer und spekuliert und sagt, dass die Unternehmer ein betrüges Unternehmen ist. Okay? Naja, doch, wenn man der Meinung ist, dann zahlt man da kein Geld ein, nachdem man sich angemeldet hat. Doch, ich doch. Ich möchte nicht, dass Sie Geld bei uns einzahlen. Es ist mir egal, ob Sie bei uns ein Konto haben oder nicht. Ja, das ist ja gelogen. Was ich nicht gut finde, ist, dass Sie kommen dran und Sie sagen, dass ich bin ein Betrüger. Ja, das finde ich nicht gut, Herr, weil Sie kennen mir überhaupt nicht. Doch. Okay? Kennen Sie mir? Ja, es sagt ja sogar die BaFin, dass Ihr Betrüger war, seid. Wie war mein Name, ja, bitte? Ja, deinen Fake-Namen habe ich mir nicht gemerkt. Brauche ja auch kein Schwein. Ah, verstehe ich. Und die Unternehmensname, wie war es? Das haben Sie auch nicht gemerkt. Nö, weil Ihr ja auch nur Betrüger seid, die hier anrufen auf der Nummer. Herr Theiler. Ja. Habe Ihnen schon gesagt. Gehen Sie auf VCA und schauen Sie. Unsere Lizenz, schauen Sie alles. Es ist mir egal, was Sie machen. Eure es ist mir egal, wo Sie Lizenz schauen. Von irgendeiner Insel ist ja absolut Schwachsinn. Wollen wir gar nicht erst angucken. Also, Sie sagen, Sie glauben Unternehmen als Binance, Coinbase und weiß ich nicht welche Unternehmen, weil Sie sind lizenziert. Und ich sage Ihnen, wir haben Lizenz und Sie sagen, das ist ein komisches Lizenz. Ja, es gibt auch gefakte Lizenzen. Wo gibt das? Auf FCA? Ja. Sind Sie verrückt oder was? Genau da kommen die Fake-Lizenzen alle her. Okay, Herr Thaler. Also, zuerst, es freut mich eigentlich, dass Sie haben so viele Informationen über das, ja? Mhm. Aber die Informationen, die Sie haben, das tut mir leid, aber die sind falsch. Nee, das sind die nicht. Okay? So. Als schon gesagt, es ist mir egal, ob Sie ein Konto bei uns haben möchten oder nicht, ob Sie investieren möchten oder nicht. Das ist ja mir Quatsch, dann würdest egal, du ja nicht deine ganze Zeit mit mir verplempern. Was ich nicht möchte, ist, dass Sie kommen dran und Sie sagen, dass ein Unternehmer Betrüger ist, ohne einen Grund zu haben, ohne was zu wissen. Na doch, ich habe doch die okay? Gründe jetzt schon genannt. Weil ich kann jetzt gerade ein Beschwer an Sie senden. Na dann los. Das, wissen Sie es? Na dann mach mal. Du Soll Betrüger. Ich das machen? Ja, du Betrüger. Schick eine Beschwerde. Super, so machen wir es. Also, als Sie schon wissen, Ihr Telefonat würde dann registriert sein, weil so machen wir und die Betrüger richtig. Unternehmen. Als genau, Sie das Gespräch wurde aufgezeichnet und wird dann auf YouTube hochgeladen, richtig. Super, so machen wir dann, Herr Thaler. Jo. Würden Sie dann so nett sein und mir per E-Mail Ihre Adresse zu schicken? Ja, steht doch, habe ich mich doch mit angemeldet mit der Adresse, oder nicht? Sie haben nur mit den E-Mail-Adresse, okay. Ich meinte Straße und Hausnummer. Ja. So. Mhm. Ich verschwende meine Zeit nicht mehr mit Ihnen. Mhm. Einfach. Vorsicht, Herr, ja? Ja, Vorsicht vor den Betrügern, also vor euch. Ja, genau, das sage ich. Genau. Macht das eigentlich Spaß, so als Abzocker? Hallo? Ja. Schönen guten Tag, Herr Sonsalo. Was für ein Ding? Eila Peri ist am Apparat. Ich rufe Sie von Ihrer Handelskonto von Online-Investitionen. Ja, und wie geht es Ihnen heute? Und wie wollen Sie sprechen? Mit Timon Tonisalo. Ach so, ja. Hm. So, es geht über Online-Investitionen. Aha. Sie haben Interesse gezeigt und Sie haben eine Anmeldung gemacht über unsere Plattform. Aha. Wann denn? Und es geht um Geld zu verdienen. So, haben Sie eine Erfahrung mit Online-Investitionen, oder? Ja, und wann habe ich mich angemeldet? Nochmal? Wann ich mich angemeldet habe.
Sie haben vor einem Monat bei unserer Plattform das Konto eröffnet. Sie haben insgesamt Anmeldungen gemacht. Ach so. Und wie heißt die Seite? Ace Investing. Wir sind die Hauptplattform. Und mit dieser Plattform, wir müssen nur die Verifizierung machen. Erstmal. Was ist denn eine Hauptplattform? Wir haben so viele Filialen in ganz Europa. Vielleicht Sie sind bald mit unserer Filiale. Ja? Keine Ahnung. Haben Sie eine Erfahrung? Ja, ja. Mit welchem Plattform, bitte? Ja, das ist doch erstmal egal, über welche Plattform oder nicht. Vielleicht sind wir mit unserer Filiale, weil ich habe hier die Kunden mit unseren Plattformen, mit unserer Filialen. Mhm, ja. So, Herr. Haben Sie jetzt momentan Internet? Was habe ich? Internet, bitte. Der Internet besitze ich, ja. Okay, haben Sie Ihre Computer dabei oder nur Ihre Handy? Wenn Sie mir erklären, wie man einen Computer dabei haben kann, ist doch ziemlich schwer. Okay, ich kann Ihnen alles erklären. Hm. Wir müssen heute eine Verifizierung machen. Müssen wir machen? Es geht über eine Auszahlung, Herr. Sie haben mit einer Form eine Konto aktive gemacht und wir müssen heute eine Verifizierung machen erstmal und dann werde ich sprechen mit Ihrem personalischen Broker. Eine Auszahlung, ja? Ja, aber heute wir müssen nur die Verifizierung machen und dann Sie werde ich sprechen mit unserem Broker eine Auszahlung zu machen. Aha, und weiter wie hoch zu ist denn die Auszahlung? Was? Wie hoch ist denn die Auszahlung? Ich habe nicht gehört, bitte. Ja, welche Höhe die Auszahlung hat? Mit das werde ich sprechen mit unserem Broker. Aber erstmal, wir müssen eine Verifizierung machen, Herr. Nö, erstmal möchte ich wissen, wie hoch die Auszahlung ist. Und dann überlege ich mir, ob ich das mit der Verifizierung will. Herr. Ja. Sie haben schon ein Konto eröffnet. Sie haben schon ein Konto aktiviert. Ja? Ja. Und heute, wir müssen nur eine Verifizierung machen. Sie sind bald mit unserer Filiale, mit der Ace Investing, mit dem Hauptplattform. Und dann, ich habe nur 10 Kunden mit dieser Möglichkeit, eine Verifizierung machen und Sie können arbeiten mit VIP Broker. Verstehen Sie mich? Ja, und dann später, Sie müssen eine Auszahlung machen. Aber heute, wir müssen nur die Verifizierung machen. Ja? Ja, die Verifizierung ist ja für die Auszahlung, ja? Genau. Ja, und wie hoch ist denn die Auszahlung? Nochmal, bitte? Wie hoch ist denn die Auszahlung? Also welche Höhe? Wie viel Geld ist denn auf dem Konto? Über diese Auszahlung, sie werde sprechen mit unserem Broker. Verstehen Sie mich? Warum ja? haben denn die Kollegen im Hintergrund gerade geklatscht? Weil ich habe keine Informationen für Sie. Ja. Ich bin hier nur zu informieren, weil Sie müssen heute eine Verifizierung machen. Ja. Ja? Warum haben denn die Leute da im Hintergrund geklatscht? Ist ein Geburtstag hier. Ach so, ein Geburtstag. Aha. Ja. Ich dachte, weil sie hatten gerade irgendwie vielleicht wieder jemanden um 250 Euro beschissen, deswegen dachte ich jetzt. Nochmal bitte? Ich dachte, dass sie jetzt jemanden gerade um 250 Euro beschissen haben und dass sie deswegen geklatscht haben. Haben Sie 250 Euro aktiviert oder wie? Ja, ich habe da 10.000 drauf gemacht. Ach so, wirklich? Okay, warten Sie kurz bitte. Weil ich möchte Sie jetzt informieren über Sie. Mhm. Okay, Herr, sich verbinden mit unserem Experten, okay? Ja. Er wird Ihnen alles erklären über Ihr Handelskonto, okay? Ja. Hallo, grüße Sie, Bruno Potenda, aber vom Finanzabteilung. Wie geht es Ihnen erstmal? Alles gut? Mhm. Es freut mich. So, Sie haben auch mit meinen Kollegen gesprochen, es geht um Ihre Kapital, weil Sie eingelegt haben, hier bei der Musere-Filiale. Und das heißt, dass Sie werden jetzt eine Verifizierung erstmal machen, damit Sie auch später das Geld auszahlen können. Ja, wie viel Geld kann ich denn auszahlen? Ihre Kapital momentan steht auf 2000 Euro hier, ohne Profite. Das kann ja nicht sein. Mit dem Profit habe ich gesagt. Das letzte Mal waren es schon über 60.000 Euro Profit.
60 ist, ich weiß das. Aber die Kapital, ohne Profite, habe ich gesagt. Ja, rede ich auch davon. Nun, wenn Sie möchten, diese erste Kapital zu bekommen, dann öffnen Sie bitte Ihre Handy oder den Computer, damit wir weitermachen können. Ja, aber wieso ist es auf einmal so wenig? Das war doch mehr. Erstmal bekommen Sie das her, damit wir das vorbereitet haben, die 2000. Und dann machen wir auch mit dem anderen Summe, aber erstmal mit den 2000. Ja, aber warum kann ich nicht das ganze Geld auszahlen? Es geht erstmal mit dem kleinen Betrag. Na, aber das letzte Mal haben Sie gesagt, ich kann die volle Summe gleich auszahlen. Letztes Mal, wir haben nicht gesprochen. Das ist das erste Mal, was Sie mit mir jetzt sprechen. Ja, mit Ihnen persönlich. Wenn Sie möchten, lassen Sie mich wieder zum Erklären. Hm. Wenn Sie möchten, das Geld wieder zurück zu bekommen, dann öffnen Sie die Computer, öffnen Sie die Anydesk, dann machen wir weiter, okay? Und wozu brauche ich denn Anydesk? Herr, möchten Sie das Geld auszahlen oder nicht? Ja, ich frage Ihnen ja. Die letztes Mal. Ja, klar, aber wozu brauche ich denn dafür Anydesk? Damit wir die Verifizierung machen. Anydesk ist doch nicht für eine Verifizierung. Anydesk ist eine Remote-Desktop-Software. Können Sie bitte Anydesk geöffnet? Ich frage jetzt, habe ich gesagt, für die letztes Mal. Wenn Sie möchten, das geht zum Auszahlen, dann machen Sie weiter mit dem Schritt. Okay? Warum sind Sie jetzt so unfreundlich? Was? Warum Sie so unfreundlich sind? Was machen Sie jetzt? Haben Sie diese Gespräche gespeichert, ja? Nee, ich möchte fragen, warum Sie so unfreundlich sind. Wie lautet Ihre Mailadresse? Sagen Sie mir. Na, haben Sie die da nicht im System? Nein, habe ich nicht. Okay. Ja, dann brauchen Sie die ja auch nicht. Okay, dann wünsche ich einen schönen Tag noch. Ich Ihnen nicht. Hallo, guten Tag, Herr Czarlau? Ja. Sie sind jetzt gerade auf unserer Werbung registriert, also Website registriert, stimmt? Ja. Auf Hashtrade. Ach so, ja. Ja, ich bin Ihr persönliche Kontoberaterin von Hashtrade, Herr Czarlau. Und ich werde jetzt Ihnen helfen, Ihr Handelskonto bis zum Ende zu aktivieren, okay? Und da rufen Sie extra an? Bitte? Ich sage, da rufen Sie extra an. Weil ohne meine Bestätigung können Sie nicht Ihr Handelskonto aktivieren, ja? Sie brauchen eine persönliche Kontoberaterin, es zu aktivieren. Ich soll auf die Linie bleiben, ich soll Ihnen die alle wichtigen Informationen geben und ich soll auch Ihnen helfen, alles Schritt für Schritt richtig zu machen, ja? Und danach werde ich Ihr Handelskonto von meiner Seite auch aktivieren, Herr Czarlau. Okay, warum geht denn das nicht alleine? Also ich will nur Ihnen helfen. Bitte? Ich sage, warum geht das dann nicht alleine? Schauen Sie an, nach dem Kontoaktivierung, das können Sie jederzeit allein machen, ja? Aber bis Sie Ihr Handelskonto aktivieren, Chetala, Sie brauchen, also bis Sie es aktivieren, Sie brauchen zuerst Ihr Handelskonto aktivieren, richtig? Ja, aber warum brauchen Sie brauchen Sie denn erste dazu? Transaktion, diese Handelskonto zu aktivieren. Ja. Und für erste Einzahlung soll ich Ihnen helfen, Chetala. Nach dem ersten Einzahlung können Sie Geld ein- und auszahlen von Ihrem Handelskonto, ja? Mhm. Aber jetzt gerade auf Hashtrade steht Ihr unaktives Handelskonto und Sie können nicht die Transaktion von Ihrer Seite allein von Hashtrade tätigen, ja? Die offizielle Zahlungslink und so weiter und so weiter. Die anderen Zahlungsmethoden sollen Sie von meiner Seite, also von Ihr persönlicher Kontoberater bekommen, ja? Aber Sie haben meine Frage immer noch nicht beantwortet. Sie haben jetzt ganz viel erzählt, aber nicht meine Frage beantwortet. Okay, was haben Sie gefragt? Bitte wiederholen Sie mir erst. Vielleicht habe ich nicht verstanden. Die Frage war, warum kann ich das nicht alleine machen? Bei jeder anderen Plattform kann ich doch alles alleine machen. Herr Czarlau, ich habe auf Ihre Frage geantwortet, ja? Nö. Bis erste Einzahlung können Sie nicht das allein machen. Nach der ersten Einzahlung, wenn Sie bekommen schon ein aktives Konto, können Sie alles allein machen, ja? Ja, aber die Frage war, warum? Weil ich soll Ihr Handelskonto von meiner Seite aktivieren, Herr Czarlau. Ja, aber warum? Ich soll Ihr Handelskonto aktivieren, weil es ist eine Regel. Ja, aber das ist doch nur bei Ihnen so. Bei allen anderen geht das auch ohne. Da kann ich das alleine machen. Sie wollen unsere Kunde sein, Sie wollen, also mit uns arbeiten, stimmt? Auf unserer Plattform arbeiten. Ja, dachte ich mir schon. Bei uns alles ist geschützt, Herr Czarlau. Genau deswegen, die erste Einzahlung ist offiziell. Sie haben immer drei Möglichkeiten für erste Einzahlung. Sie haben
Sie können nur 250 Euro, 500 Euro oder Maximum 1000 Euro investieren, ja? Das ist auch eine Regel. Also wir machen auch alles auf die Linie, weil Corona-Krise. Aber früher, sie konnte in unsere Unternehmen kommen und es so machen. Ja, mit unserer Berater, aber es geht nicht so. Weil bei anderen ist es ja nicht so. Ja, bei anderen Plattformen geht auch es so, Herr Thaler. Vielleicht ist es darüber nicht, weil sie vielleicht keine Erfahrung haben. Na doch, ich habe mich aber anders schon angemeldet. Alle Unternehmen ist es gleich, nein, nee, Herr Thaler. Das stimmt nicht. Mit jeder Unternehmen in diesem Bereich, wer eine Plattform hat, das ist egal. Also die Regel ist gleich. Nee, das ist ja gelogen. Die erste Einzahlung sollen Sie auf die Linie tätigen mit Ihrem persönlichen Kontoberater. Ja, aber bei einem seriösen Unternehmen brauche ich da niemanden am Telefon dazu. Natürlich, ja, Thaler. Also genau deswegen, weil das alles seriös ist, rufe ich Sie an. Aha. Genau deswegen will ich Ihnen zu helfen, alles ohne Fehler zu machen. Na, Sie reden sich das aber schön. Also von wo weiß ich, dass Sie haben jetzt gerade auf einer Hashtrade-Seite registriert? Ja. Weil Sie haben das gemacht. Weil das seriöser ist. Und genau deswegen rufe ich Sie an, Herr Thaler. Aha. Ja, aber von alle anderen rufen mich doch auch nicht an. Von wo können Sie die Informationen bekommen? Von wo können Sie die Informationen bekommen, Herr Thaler? Ja. Im Internet können Sie nicht die ganze Information bekommen, weil in diesem Bereich gibt es keine Schablonen. Richtig, genau deswegen kann ich nicht alles per E-Mail auch schreiben, Herr Thaler. Ja, habe ich ja auch nicht danach gefragt. Bitte? Ich sagte, nach einer E-Mail habe ich auch nicht gefragt. Ich habe gefragt, warum Sie mich anrufen. Alle anderen rufen mich nicht an. Ja, Thaler, was wollen Sie eigentlich sagen? Sie mir bitte, wollen Sie Hannes Konto aktivieren? Ja, ja, klar. Wenn Sie das wollen, dann mache ich und dann helfe ich Ihnen gerne, Herr Thaler. Wenn Sie das wollen nicht, dann sagen Sie mir bitte erst direkt. Na, in erster Linie fände ich das schon mal ganz toll, wenn Sie mich ausreden lassen würden. Bitte? Ich sagte, in erster Linie fände ich es ja schon mal ganz entzückend, wenn Sie mich auch aussprechen lassen würden. Okay, dann reden Sie sich, Herr Thaler. Ja, jetzt können Sie ja. Jetzt ist der Drops schon gelutscht. Sie können weitermachen. Okay, sagen Sie mir bitte, mit welchem Betrag wollen Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Wie ich habe schon gesagt, Sie haben immer drei Möglichkeiten. Die erste ist 1.000 Euro, zweite ist 500 Euro und die dritte ist Anfangskapital 250 Euro. Ja, wenn ich Sie jetzt schon am Telefon habe, dann könnten wir ja vielleicht als allererstes mal noch die Fragen klären, die ich habe. Die erste Frage, die ich hätte, ist zum Beispiel, bei welchem Unternehmen oder beziehungsweise bei welcher Behörde sind Sie denn reguliert? Tja, was interessiert sich? Hä? Was interessiert sich? Bitte, wiederholen Sie Ihre Frage. Meine Frage ist, bei welcher Behörde Sie reguliert sind? Ach, und das... Hallo. Hallo, sind Sie Herr Klau Thaler, ja, ist korrekt? Mhm. Und Sie? Herr Thaler, ich bin Lili Stern, ja. Geht um Folgendes, zwar, Sie haben sich registriert auf unsere Webseite, ja? Ja. Als Ruby Finanz. Sie haben Interesse gezeigt zum Handel. Sagen Sie mir bitte, Sie haben versucht, vor ein paar Minuten das Handelskonto aktivieren, ja, so wie ich das verstehe. Hm. Herr Thaler, wo haben Sie Schwierigkeiten? Ich möchte dabei helfen und Sie unterstützen als Kontomanagerin. Weiß ich nicht, haben Sie denn Schwierigkeiten? Ich habe keine, ich will Sie helfen, ja. Sie haben bestimmt jetzt Ihr Konto geöffnet und jetzt, wann soll das aktivieren, Herr Thaler? Weiß ich noch nicht. Ja, dann helfe ich Ihnen. Wo sind Sie jetzt? Möchten Sie mit uns handeln? Verstehe ich richtig, ja? Und Geld verdienen? Muss ich mal gucken, ja, vielleicht. Okay, was heißt vielleicht? Ist etwas, keine Ahnung. Ja, vielleicht warum bedeutet eventuell. Aha. Okay, haben Sie selber jetzt uns gefunden oder hat jemand Sie jetzt empfohlen, auf uns zu landen, sozusagen, Herr Thaler? Nee, dass euch jemand empfiehlt, das glaube ich ja nicht. Was hat Sie, also ich weiß nicht, aber was hat Ihnen am besten gefallen auf unserer Werbung, Herr Thaler? Welche Werbung denn? Ja, es gibt eine Werbung, ja, wo Sie sich angeklickt haben und registriert. Ich habe direkt auf Ihrer Webseite, ich habe keine Werbung angeguckt.
Okay, aber jemand hat sicher Sie hierher empfohlen, ja? Nee. Dass Sie jetzt bei uns sind, Herr Thaler. Wie haben Sie, okay, wie haben Sie uns gefunden, Herr Thaler? Google. Okay. Momentchen. Gut. Ja. Was sehen Sie jetzt, ja, auf unserer Plattform? Na, momentan. Momentan bin ich im Gästezimmer und mache die Wäsche. Gut, okay, aber gerade vor einer Minute steht, a minute ago, ja, Sie waren hier bei uns. Ja, schon ein bisschen länger her, ja, aber jetzt war die Waschmaschine fertig, jetzt habe ich erstmal die Wäsche gemacht. Ja, das ist gut, das ist Ihre eigene Sache, ja, was Sie gerade tun, das interessiert mich gar nicht, ja, geht mich nicht an. Ich frage ja, also, wie wir weitergehen. Sie möchten Handel mit uns, ja, und das Geld verdienen, Herr Thaler. Ja, muss ich mal gucken. Was wollen Sie gucken? Na, ob ich die Seite gut finde. Okay, haben Sie überhaupt Erfahrungen ja in diesem Bereich, womit Sie handeln möchten, mit welchen Aktiven, Herr Thaler? Ja, klar. Ich suche was mit Kryptowährung. Mit Kryptowährung, das ist ja, das ist eine gute Wahl, Herr Thaler. Wissen Sie, ich erkläre Sie, wie das Ganze funktioniert, ja? Mit Kryptowährung ist auch wohl möglich bei uns, als auch mit Bitcoin zum Beispiel, Aktien und verschiedensten Aktiven. Dafür bekommen Sie, also sobald Ihr Handelskonto aktiviert ist, Sie bekommen einen Analytiker von uns, ja, einen Finanzberater, der mit Ihnen in Verbindung setzen wird und alles erklären, wie das Ganze funktioniert, ja, technisch mehr, wie Sie Ihre Profite und Rendite abholen können, ja, Herr Thaler, und auch einen Handelsplan mit Ihnen aufzubauen. Was halten Sie davon? Wäre schon interessant für Sie, ja? Die Verbindung war gerade weg. Ich glaube, Sie müssen das nochmal wiederholen. Nee, Herr Thaler, ich habe das alles klargestellt jetzt und Sie haben da sicher zugehört. Nee, die Verbindung war weg. Doch, ich habe Sie ganz schlecht verstanden. Jetzt sagen Sie wieder nichts, jetzt sind Sie wieder weg. Herr Thaler, möchten Sie mit uns handeln, ja? Mit welcher Summe hätten Sie gerne dann anstarten? Ja, sage ich ja, dass ich mir das nur überlege, aber ich habe Ihren Text nicht verstanden, den Sie da vorgelesen haben. Sie waren auf einmal weg. Ich habe nur von Analytiker gesprochen, ja, von einem Finanzberater. Es gibt einen Fachmann bei uns, ja? Der Fachmann befindet sich ganz lange auf dem Finanzmarkt, ja? Mhm. Und er kennt sich ganz gut aus. Er wird Ihnen alles erklären, Schritt für Schritt zeigen, auf der Plattform begleiten, Herr Thaler. Ist Ihnen jetzt klar, was ich sage, ja, gerade? Ja. Das ist ja mal gut, schon mal besser. Okay, also, dieser Analytiker wird mit Ihnen in Verbindung setzen, ja? Aber das ist je nachdem Sie wünschen, ja? Es kann einmal pro Tag sein, es kann mehrmals sein, oder einmal pro Woche, oder monatlich. Also liegt wieder nach Ihrem Wunsch alles, ja? Deswegen, bevor Sie einen Analytiker-Termin bekommen, Sie sollen auf jeden Fall Ihr Handelskonto aktivieren. Aktivierung heißt bei uns, wenn Sie zum Beispiel dieser minimale Betrag, 250 Euro, von Ihrem Bankkonto auf Ihrem Handelskonto überweisen, um weiter zu handeln, Herr Thaler, ganz einfach. Verstehen Sie? Ja, so in etwa. Sie sind irgendwie so weit jetzt. Ich sage ja, so in etwa. Ja. Sie haben noch nie gehandelt, so wie ich verstehe. Sie haben überhaupt null Erfahrungen, ja? Null Ahnung davon, oder, Herr Thaler? Nö, so ein bisschen Erfahrung habe ich schon. Welche Erfahrungen haben Sie? Auch mit Krypto oder anderen Aktiven? Ne, mit anderen, mit Währungspaarwechsel oder wie das heißt. Das ist aber auch Krypto, Herr Thaler. Nee. Es geht auch um Krypto. Ich habe mit Euro und US-Dollar und sowas. Okay, ja, jetzt habe ich verstanden. Herr Thaler, dann ist das auch wieder eine gute Möglichkeit mit Kryptowährung bei uns handeln. Sind Sie bereit? Ja, weiß ich noch nicht. Also, wie lange gibt es denn Ihre Firma schon? Unsere Firma existiert schon seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren? Okay. Genau. Und so alle lange, Kunden bisher sind zufrieden. Solange ist doch die Domain noch gar nicht registriert. Entschuldigung, ich muss da etwas erklären, ja. Hm. Okay, wiederholen Sie bitte Ihre Frage noch. Ich sage, solange ist doch die Internetdomain noch gar nicht registriert. Entschuldigung, ja, Moment, war ich wieder weg. Also, wir haben Regulierung, ja, was Sie brauchen,
wenn Sie jetzt Informationen brauchen von uns, ja, ob wir eine regulierte Firma sind oder das können Sie auch, wie gesagt, dafür haben Sie keine Sorge. Wir sind regulierte Firma, ja, Herr Tolle. Ja gut, sagen kann das ja jeder. Ja, Sie können alles auf unserer Plattform sein, ja. Mhm. Wenn Sie möchten, ich kann ja einen Link schicken, ja, wir können gemeinsam alles anschauen. Ja. Jetzt sind Sie weg. Ja, einen Moment. Okay, WhatsApp haben Sie, ja, Herr Thaler, auf diese Nummer? Nee, auf der Nummer habe ich kein WhatsApp. Haben Sie aber E-Mail-Adresse klaus.thaler@googlemail.com. Ist das von Ihnen, ja? Mhm. Ja, nun? Einen Moment, ja, ich versuche Sie zu schicken, ja, unsere Regulierung. Einen Moment, bitte. So, unsere Link von unserer Regulierung, ja. Mhm. Kurzen Augenblick noch. Die Daten laden. Ich bitte um mehr Geduld, ja, und Verständnis. Hm. So, bald haben wir das, wenn ihr ein bisschen noch mit mir Geduld haben. Also dann, bei Betreff soll stehen Lili Stern. Momentchen. Ein bisschen durcheinander alles gelaufen. Aber ist ja nicht schlimm, wir kriegen alles hin. In der Ruhe liegt die Kraft. So. Ja. Momentchen, Sie haben doch Zeit für mich, ja, Herr Thaler? Ja, warum sagt denn da die ganze Zeit jemand was vor? Nee, einfach, dass Sie, wissen Sie, es kann auch dazwischen etwas kommen, vielleicht. Ich meine, dass wir da Zeit haben, dass ich Ihnen dann viel mehr und besser erklären kann. Ja, aber deswegen Moment. Muss doch keiner was vorsagen. Alles okay, nun. Okay, ich habe es geschickt, ja. Wie heißt denn die Person, die da neben Ihnen sitzt? Können Sie bitte Ihre E-Mail, ja, also Posteingang öffnen, ja, und schauen. Die regulieren von uns dieses Dokument. Ja, muss ich erstmal meinen Computer anmachen? Ja, dann machen Sie das. Und wie heißt die Person, die da neben Ihnen sitzt? Entschuldigung, ja, sagen Sie? Ja, die Frage war, ich wollte gerne wissen, wie die Person heißt, die damit zuhört und Ihnen alles vorsagt. Lili Stern heiße ich. Ja, und die Person neben Ihnen, die damit zuhört? Ja, das ist auch meine Kollegin. Und was für eine Rolle spielt das für Sie? Ich bin Praktikantin. Aha, aber dafür, dass Sie Praktikantin... Das ist meine Vorgesetzterin, Maria Hemmes. Ja, ich bin Praktikantin. Und Aha. Sie hilft mir dabei, unterstützt mich. Aha, und als Praktikantin arbeiten Sie dann gleich schon mit Geld? Ja, ganz natürlich. Okay. Wieso? Bei der Bank, man fängt auch irgendwann mal an, ja? Herr Thaler, bei der Bank, wie sagt man das, wissen Sie, die Meister, die kommen alle nicht vom Himmel, oder? Ja, die aber... Die geboren nicht gleich als Meister oder als bei Bankerin, die arbeiten, ja? Man wird davon sein, ja? Man fängt irgendwann an. Ich bin sicher, dass Sie auch etwas angefangen haben in Ihrem Leben, ja? Sie waren nicht gleich zum Beispiel als Ingenieur oder so, sonst, obwohl ich da mich ganz bezweifle, dass Sie überhaupt Ingenieur sind. Okay, schauen wir weiter, ja? Ja, so an sich ist das ja schon mal erstmal richtig, aber grundsätzlich fände ich das auch, ich meine, das sagt ja auch schon das deutsche Gesetz, dass Sie mich informieren müssen, wenn da noch jemand zuhört. Wissen Sie, ich habe Schnauze voll von Ihnen, ja? Entweder machen Sie jetzt, öffnen Sie Ihre E-Mail-Adresse, ja? Sie sind aber ein seriöses Bankunternehmen, wenn Sie die Schnauze voll haben von Ihren Kunden, nur ja, weil Sie Kunden Fragen natürlich stellen. Ja, natürlich, aber wenn Sie so ständig mehr, also Unvertrauen zu mir haben, ja, das ist auch irgendwann... Auch ja, aber wenn ja, ich bei Ihnen Geld investieren soll, dann kann ich doch wohl ja, was fragen, oder Sie, nicht? Dann sage ich, bitte öffnen Sie meine Adresse, ich werde dabei sein, ja, und unterstützen und helfen. Falls Sie Fragen haben auf unserer Plattform, ich werde Punkt für Punkt alles erklären, verstehen Sie? Ja, das verstehe ich schon, dass Sie mir das sagen, nur Sie machen das ja nicht. Wieso? Ich habe jetzt geschickt, ja? Auf Ihre E-Mail-Adresse. Ja, aber Sie gehen ja nicht mal auf den Einwand ein, wo ich gesagt habe, dass das nicht in Ordnung ist, dass Sie mich nicht darüber unterrichtet haben, dass noch jemand zuhört. Öffnen Sie bitte E-Mail-Adresse, ja, Posteingang, ich warte. Ja, jetzt gehen Sie ja wieder nicht auf das ein, was ich gesagt habe. Ich warte, ich möchte Sie gerne erklären, ja? Ja, warum dann ignorieren Sie alles, was ich sage? Ach, da. Ich höre Sie nicht. Hören Sie jetzt besser? Nein, Sie sind ganz leise. Hören Sie jetzt besser? Nein. Hallo? Sie sind ganz leise. Hallo, hören Sie jetzt besser?
Sie sind unfassbar leise, also demzufolge, nein. Also wieder telefonieren. Was? Hören Sie jetzt besser? Kaum. Ach so. Sie haben eine Meldung gemacht beim, eine, also zum Investieren gemacht, Herr Thaler. Sie haben eine Meldung gemacht, dass Sie also erzählt, dass Sie Interesse gezeigt haben, am Online zu investieren. Mhm. Also ich habe eine Anmeldung gemacht und dadurch habe ich mein Interesse bekundet, oder wie? Genau, Sie haben Interesse gezeigt, ne, am Online zu handeln. Deswegen habe ich Ihnen angerufen und wir sind von Bank FX Trade. Und wie habe ich Interesse gezeigt? Wie sah das aus? Also es war, dass Sie Interesse gezeigt haben am Online, also an die Kryptowährung, also zum Investieren und Profite machen und Gewinne. Ja, und wie kommen Sie da drauf, dass ich Interesse habe? Es steht schon hier, dass Sie Interesse gezeigt haben und eine Anmeldung. Ja, aber die Frage war ja jetzt eine andere. Die Frage war, wie schließen Sie darauf, dass ich Interesse habe? Also, ich bekomme das Meldung, weil Sie haben bei mir eine Werbung, also eine Werbung gesehen und Sie haben eine Meldung gemacht. Und das bekomme ich. Deswegen. Aha, und welche Werbung habe ich gesehen? Beim Kryptowährung, also beim Bitcoin zu investieren. Aha. Deswegen, also, meine Frage ist jetzt so, Herr Thaler, ob Sie also Interesse wirklich haben, zusammen mit uns also investieren und ich werde Ihnen dabei helfen und alles erklären. Na, dann erklär mal. Gut, also wenn Sie zu unserem Plattform, ne, mit uns also investieren, am Anfang wie gesagt Zahlung mit fängt das von 250 Euro oder wenn Sie mit 500 Euro also anfangen, werden Sie 500 von uns bekommen und das bedeutet, Sie werden mit 1000 Euro anfangen und das bringt auch gute Profite drauf. Oder wenn Sie wollen, können Sie auch mit mehreren also anfangen, das ist kein Problem. Aha, und das finden Sie seriös? Also normal, wenn Sie das schauen wollen, können Sie das mit keinem Teil also schauen und probieren, dass Sie auch sehen können, auch Profite bekommen. Ja. Aus welchem Land rufen Sie denn an? Also von Leipzig. Nee, du rufst auf keinen Fall aus Leipzig an. Also, wir sind eigentlich im Büro. Also, in welchem Land sitzt du denn jetzt gerade? Also, das Hauptsitz von Sie, wo wir uns, also ich spreche, ist eigentlich in England. Aber ja, und wo sitzt du jetzt? In Leipzig ja nicht. Nein, aber wir haben verschiedene Leitungen, ne, in Leipzig, in Düsseldorf, in Hamburg, in München, in Nürnberg. Ne, ja, wir haben verschiedene Leitungen. So, wo sitzt du jetzt genau? Weil in Leipzig sitzt du ja nicht. Nein, nicht in Leipzig, sondern in England. Ach so, jetzt auf einmal in England, okay. Also unsere Sitz, also ist United Kingdom Office 86 90 Paulstraße, Schürdelich. Also Schürdelich. So. Sind Sie gerade zu Hause? Ja. Okay, sollen wir also das jetzt also anfangen und also ein Konto bei unserem Plattform öffnen, damit wir also mit dem Kryptobot so zu anfangen und da wird Ihnen Profite machen. Ja, aber ich dachte, ich habe schon ein Konto bei euch. Sie haben eine Meldung bei uns, nicht ein Konto. Ja, wenn man sich anmeldet, hat man doch automatisch ein Konto. Nein, also wenn eine Meldung ist etwas anderes und Konto ist ein Konto, wo Sie das Auszahlung und die Profite bekommen. Das ist ja eine interessante Ansichtssache, ja, okay. Ups. Ja, was nun? Das werden Sie also schauen. Ha. Haben Sie einen Rechner? Ja. Okay, gut. Sollen wir jetzt also erst anfangen? Moment. Was machen Sie also beruflich? Was geht denn dich das an? Wie bitte? Das geht dich nichts an. Herr Thaler, also die sind eigentlich Fragen, dass ich also an die Kunde mache. Ne?
Weil normalerweise sind Sie sind nicht der einzige Kunde, was Sie bei mir sind. Ja, das ist sicherlich die traurige Wahrheit, ganz genau. Aber letztendlich geht euch das nichts an, was ich beruflich mache. Das geht kein Finanzunternehmen was an, überhaupt keinem. Nein, nein, wir haben eigentlich die Fragen. Wir stellen eigentlich nur die Fragen, also dass wir auch wissen, wie viel also Profite machen am Woche oder am Monat oder am Tag, deswegen. Die Frage, die dient höchstwahrscheinlich dazu, damit ihr wissen könnt, wie viel da abzuräumen ist. Mehr hat die Frage ja nicht an Sinn. Herr Zöller? Ja? Das, wie gesagt, ich mache eigentlich, ich stelle also nur die Fragen also an jeden Kunden, nicht nur bei Sie. Ja, aber kannst du auch Fragen beantworten oder kommt da nur Rotze raus? Wie bitte? Ich habe gefragt, ob du auch Fragen beantworten kannst oder ob da nur Rotze bei rauskommt. Ich kann also auch antworten. Ja. Und warum hast du das bis jetzt noch nicht gemacht? Haben Sie also Frage gestellt? Ja, mehrere. Ist ja noch nicht eine Antwort dazu gekommen. Okay, was war die Frage? Also nochmal. Also als erstes glaube ich nicht, dass ihr seriös seid, weil ein seriöses Unternehmen würde nicht so eine dämlichen Fragen stellen. Außerdem würde ein seriöses Unternehmen auch nicht einfach so anrufen, ungefragt. Das ist also, ja, also... Schon nochmal überfordert. Ja, das ist also klar, Herr Thaler. Hm. Also, wir machen eigentlich nur unseren Job, ne, hier. Ja, aber es ist ein schlechter eigentlich, Job. Ja, also wir haben also das Möglichkeit an Ihnen gegeben, dass Sie Profite machen. Naja, nee, die Möglichkeit, die gebt ihr mir ja nicht. Die einzige Möglichkeit, die ihr mir gebt, ist, meine Kohle zu klauen. Herr Thaler. Das ist bandenmäßiger Betrug, den ihr da macht, ne? Ich werde Ihnen kurz mit den Finanzvorsitzenden kurz verbinden. Aha. Und er wird Ihnen also erklären, was hier läuft. Ja, das bin ich mal gespannt auf die Erklärung. Hallo, Herr Thaler. Ja? Grüße Sie, ist beim Hallo, spricht hier von Banker Big Frey. Wie geht's Ihnen? Ja, das geht Sie ja als erstes schon mal nichts an. So fängt man auch ein anständiges Gespräch auf keinen Fall an. Genau, der nächste Dussel, der nichts versteht. Super. Ich dachte, du kannst jetzt mehr als der Typ da vor dir. Kommt ja genauso viel Müll raus. Was meinen Sie damit? Sie haben sich bei unserer Plattform registriert. Ja, ist ja keine Einladung, mich anzurufen. Sie haben sich bei uns doch registriert. Ein bisschen lauter, weil sonst verstehen das die Zuhörer nicht. Sie haben sich bei unserer Plattform registriert. Ja. Und ich will Ihnen zeigen, wie Sie das Konto bei uns aktivieren können. Aha. Und dazu brauche ich Hilfe. Ja, brauchen Sie Hilfe. Warum? Brauchen Sie keine Hilfe. Ja, warum sollte ich? Verstehe jetzt. Nerv mich nicht. Wie man was? Also. Ja, jetzt haben wir eine angenehme Lautstärke, ja. Hören Sie mich jetzt gut? Ja, jetzt höre ich Sie gut. Gerade eben war leise. Das ist super. Mhm. So, wollen Sie, dass ich Ihnen helfe, dass wir das Konto aktivieren? Warum sollte ich das wollen? Kann man das nicht alleine? Warum hast du dich registriert mit dem Namen Klaus Thaler und mit der E-Mail-Adresse klaus.thaler@mdccfun.de? Ja, um mal zu gucken, was das so für eine Plattform ist, aber nicht automatisch, um angerufen zu werden. Stand ja da auch nicht. Ich verstehe, das ist ja auch unsere Aufgabe, Ihnen zu helfen. Naja, das glaube ich nicht, dass das eure Aufgabe ist. Eure Aufgabe ist eigentlich nur, die Leute zu bescheißen. Nein. Doch. Das, was da bei euch auf dem Zettel steht, ist alles gelogen. Genauso wie die ganze Firma. Da ist ja überhaupt nichts echt bei euch. Keine echte Registrationsnummer, keine echte Telefonnummer. Ihr ruft gespooft an, eure Namen sind auch noch falsch und dann wird auch noch illegal einfach mitgehört am Telefon. Kann Sie gar nicht verstehen. Ja, das merke ich. Was ist Ihr Ziel? Ja, weiß ich nicht. Was ist euer Ziel? Wie viel wollt ihr denn so abzocken? Verstehe Sie gar nicht. Ja, ich merke das schon, dass das da irgendwo klemmt. Und der nächste Schritt ist dann auflegen, stimmt's? Tja, da kommt nichts mehr. Gibt's euch auch als seriöse Plattform oder? Man hört nichts mehr. Tja, so ist das wohl, wenn man ein Betrüger ist. Scheiße, ne? Macht das eigentlich Spaß, die Leute zu betrügen? Hallo? Ja? Grüß dich wieder.
Ha? Sprichst du mit dir selbst? Nee, ich spreche mit euch. Okay. Macht doch Spaß, die Leute zu betrügen? Wir betrügen doch keinen. Doch, und zwar jeden Einzelnen, den ihr anruft. Augenblick. Ja. Wen habe ich denn jetzt dran? Soll ich Ihnen jetzt etwas sagen? Ich bin hier der vize Direktor von der Abteilung. Aha, jetzt sind Sie der Intelligente im Hintergrund, der die ganze Scheiße da steuert, oder was? Der Intelligente, wo ich das Gespräch registriert habe. Also, das dürfen Sie erstmal uns nicht sagen. Zuerst. Doch, das darf ich schon. Wir haben Meinungsfreiheit in Deutschland. Okay. Doch, hier in England haben wir auch Meinungsfreiheit. Hier können Sie auch alles sagen und alle können etwas sagen. Na, wie gut, dass ihr nicht in England seid. Gut. Wenn es Ihnen nicht gefällt, mein Freund, dann verbringen Sie uns die Zeit nicht. Wenn Sie Geldallergie haben, dann wünsche ich Ihnen was. Bleiben Sie dort in die Höhle, wo Sie sind. Und dann geht es weiter für Sie. Das Leben, so wie es gegangen ist und für uns selbstverständlich. Ja, aber ihr seid Betrüger. Das ist illegal, was ihr da macht. Das ist bandenmäßiger Betrug. Das ist höchst strafbar. Wissen Sie was, dass ich Ihnen auch eine Klage gegen Sie erheben kann und dann werden Sie auch ein paar Gerichtskosten haben? Nicht viel, sondern um die 150.000 Euro werden die Gerichtskosten haben. Ja, das ist ja lächerlich. Lächerlich, ja? Ja. Das haben Leute so wie Sie auch erhalten. Haben nicht viel, sondern die 150.000 Euro haben die also Gerichtskosten angehabt. Ja, das ist lächerlich. Du machst dich gerade absolut zum Klopf damit. Wünsche ich Ihnen was. Tschüss. Ja, Betrüger. Hallo, schönen guten Tag. Ich bin gerade im Herbern der Hockheller. Ja. Ich bin Emily Brown, die Kontoverwalterin von Ace Investing. Emily Brown. Ja. Ja, und weiter? Hallo? Ja. Ich habe angerufen wegen Ihrer Anmeldung, die Sie gemacht haben über Online Trading. Ja. Okay, wir sind eine Online-Firma, die Ihnen eine Möglichkeit bietet, hier zu investieren. Okay. Haben Sie dabei einen PC oder Computer? Haben Sie denn immer einen Computer dabei? Haben Sie dabei? Ja, haben Sie denn einen dabei? Okay. Benutzen Sie die E-Mail-Adresse bernd-hockele@googlemail.com? Ist Ihre E-Mail-Adresse? Nein? Nee. Aber haben Sie eine andere E-Mail-Adresse? Ja, bernd.hockele und dann @mdcc.fun.de. Okay. Öffnen Sie bitte die PC. Hä? Was? Ein Moment. Ihr Betrüger-Lady, du musst dir schon ein bisschen Mühe geben, die Leute zu bescheißen. Nicht immer einen Moment und dein Mikrofon ausmachen, das stört. Herr Bender, öffnen Sie die PC. Was soll ich machen? Haben Sie die PC geöffnet? Ich verstehe nicht, was Sie von mir wollen. Sie müssen mal Ihre Zähne auseinanderkriegen ja. Haben Sie einen Computer dabei? Nee, ich sitze gerade auf dem Scheißhaus, da ist kein Klo dabei. Also ein Klo schon, aber kein PC. Handy? Jetzt mach doch mal dein olles Mikrofon an. So, was denn jetzt? Hallo? Ja? Herr Rogge, guten Tag. Max am Apart. Sie haben mit meinem Kollegen gesprochen über dein Handelskonto. Status, ja? Über was? Über dein Handelskonto. Würden Sie mich mal nicht duzen und mal auch vernünftig ansprechen? Nochmal bitte? Ich sagte,
Würden Sie mich mal nicht duzen und vor allem auch vernünftig ansprechen, wenn Sie hier so tun wollen, als rufen Sie von der Bank an? Dann fällt der Fake ganz schön schnell auf, wenn Sie die Leute am Telefon duzen. Sind Sie Bernd Hockel? Ja, natürlich. Ja, wissen Sie, über was haben wir Ihnen angerufen? Ja, aber können Sie meinen Namen bitte mal richtig aussprechen? Das ist beleidigend, was Sie machen. Es steht eine Anmeldung bei uns unter deinem Namen, Nachname und deine Telefonnummer. Sagen Sie mal, können Sie richtig Deutsch oder sind Sie komplett dumm? Oder Hurensohn. Mit welchen Dingen Sie sprechen, oder Hurensohn? Ach, können Sie gar nichts anderes als Hurensohn? Sie sind scheiß Abzocker. Abzocker. Schlampe. Abzocker. Schlampe. Abzocker. Abzocker. Schicke deine Mutter und deine Tochter und deine Familie, du Hurensohn. Abzocker. Schick dich im Arsch. Abzocker. Schlampe. Abzocker. Fotzk. Abzocker. Schlampe. Abzocker. Schlampe. Abzocker. Ich schicke deine ganze Familie. Schlampe. Deine Mutter, deine Schwester. Abzocker. Schlampe. Abzocker. Schlampe. Abzocker. Schlampe. Abzocker. Schlampe. Abzocker. Was war deine Mutter? Im Puff? Abzocker. Bist du ein Hurensohn? Abzocker. Abzocker. Ben Hockel Schlampe. Abzocker. Schönen guten Tag. Spreche ich gerade mit Herrn Fatmana? Sophia Mappadat. Und ich rufe Sie von Ihrer Handelskoche. Wie geht es Ihnen als Meister? Ist gut bei Ihnen heute? Ja, also ich war gerade kacken und habe jetzt gespült. Die Toilette ist auch wieder sauber. Daher geht's ganz gut, ja. So, keine Sorge, ich erkläre Ihnen. So, erstmal habe ich für Ihnen eine Frage. Haben Sie Informationen über Onlinehandel? Kennen Sie, wie das funktioniert? Weiß ich nicht. Also, es kann schon sein, dass ich da, ja. So, ja, Sie haben keine Erfahrung mit, das kann ich verstehen, ja? Ja, ja, doch. Hm. Okay, so erstmal, es geht über Investitionen in der Börse, ja, Online-Investitionen. In der Geldbörse. Kryptowährung. Nochmal? In der Geldbörse. Ja. Ja, Ja, genau. So, hier bei uns haben Sie eine Anmeldung gemacht und von dieser Anmeldung haben Sie diese Handelskonto eröffnet. Aber diese Konto, das Sie eröffnet haben, hier bei uns noch nicht aktiviert. Aha, wann habe ich denn da die Meldung gemacht? Seit 3 Wochen und so. Ach so. So, für das zusammen zu einschauen, so Ihr Konto, das kann ich Ihnen zeigen und wir können in der Plattform gehen. Aha. Okay? Haben Sie dabei mit Ihnen einen Computer? Weiß ich nicht, haben Sie schon mal versucht, einen Computer dabei zu haben? Wie bitte? Haben Sie denn schon mal versucht, einen ganzen Computer dabei zu haben? Weil mit einem Computer können wir zusammen so verbinden. Jo, das waren kann man die sechs, die Sie wollen, aber ich kann Ihnen zeigen, was wir machen wollen. Ja, weil aber so einen Computer, den hat man doch nicht dabei. Okay, das geht auch mit dem Handy. Ja, aber auf Handy ist mir zu klein. Was ist Ihr Handy? Ist mir zu klein. So, was benutzen Sie? Ist das Samsung, iPhone oder eine andere? Weiß ich nicht, was sich das angeht. Mach mal da die Musik so. Mal erstmal als erstes im Hintergrund aus. Okay, so sagen Sie mir bitte, was wollen Sie machen mit diesem Konto, das Sie haben hier? Es steht mit dem Namen Peter Patamanach. Ja, der Peter Patamanach, ganz genau. Aber ich habe als allererstes gesagt, machen wir da mal die Musik aus. So, bitte, liest Sie die Musik. Ja, Musik aus. Moment und konzentrieren wir auf dem Handelskonto, das Sie haben hier bei uns. Ja, ich warte, bis die Musik aus ist. So, die wichtige Sache ist, hören Sie mich in diesem Moment? Ja, mach doch mal jetzt die Musik aus da. Aber was ist denn mit der Musik her? Bitte lassen wir die Musik in diesem Moment und konzentrieren wir in die Handelskonto. Schätzelein, du willst hier von mir 250 Euro ergaunern. So, dann kann man als allererstes erstmal auch... Ja, laber doch jetzt hier nicht immer dazwischen. Okay. Hallo. Da sind Ihre Name, Nachname hier, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse. Ja, das bedeutet aber nicht, dass ich Musik am Telefon hören möchte. Mach doch mal die Musik aus jetzt. Leise sein, so. Ja, dann quatsch mir nicht immer dazwischen und hör mir doch auch mal zu.
Okay, so. Musik aus. Aber was ist tun mit der Musik, du Herr? Hören Sie mich ja oder nein? Ja, wenn die Musik läuft, nicht nein. Das ist die wichtige Sache. Wenn Sie mich hören, lassen Sie die Musik. Okay? Nein, ich höre Sie nicht. Es geht hier über Ihr Handelskonto. Nein, ja ganz das genau, es geht hier um mein Handelskonto. Das und dann möchte ich da ganz bestimmt hier keine Musik am Telefon lassen hören. Sie. Musik aus. Lassen Sie mich zu erklären und zum Ende sprechen, ja? Ich bin hier, Ihnen zu helfen und zu informieren. Nein. Aber ich kann das verstehen, dass Sie wollen das nicht. Ich möchte keine Musik. Sie mich nicht zum Sprechen, zum Ende, das zu erklären. So, erstmal, sagen Sie, was wollen Sie machen mit diesem Hurensohn? Verstehst du? Du Schlampe. Hä? Hast du eine Macke? Ja, hallo, schönen guten Tag. Sprich ich gerade mit Herrn Tony Salon? Ja. Sophie am Apparat und ich rufe Sie von Ihrem Handelskonto her. Erstmal, wie geht es Ihnen heute? Alles gut? Und selbst? Das freut mich. So, Sie haben eine Anmeldung gemacht über Online-Investitionen, wissen Sie schon, ja? Ja. Und Sie haben wegen dieser Anmeldung ein Handelskonto eröffnet, aber für den Moment ist das noch nicht aktiviert. Oh, das tut mir leid. Deswegen habe ich angerufen. Das tut mir ja ganz voll leid. Sagen Sie das nochmal, bitte? Ich sagte, das tut mir leid. So. Ist da jetzt was kaputt gegangen? Haben Sie, ich frage Ihnen erstmal, haben Sie Erfahrungen mit Online-Handeln? Na, ist da jetzt was kaputt gegangen? Habe ich da jetzt eine offene Rechnung von 250 Euro oder wie? Ja, so, Sie haben diese Investition gemacht. Wann haben Sie das bitte? Erinnern Sie mich nicht? Was? Sie haben 200 Euro investiert, sagen Sie, ja? Habe ich das? Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gefragt, ob das kaputt ist. Ja, okay. So, dieses Handelskonto, das Sie haben hier bei uns, nochmal ist noch nicht aktiviert, Herr. Warum? Verstehen Sie mich, ja? Nein. So, okay, erstmal. Haben Sie Informationen über Online-Handel, Investitionen in der Börse? Wie meinen Sie denn das? Ich erkläre Ihnen. Warum schreibt denn da einer im Hintergrund? Okay, können Sie ein bisschen lauter sprechen, weil ich höre Ihnen ganz schlecht, leider. Ist es so besser? Was ist besser? Ja, ob jetzt so besser ist. Ich sollte doch lauter sprechen. Okay, jetzt ich höre Ihnen ganz gut. Ja, perfekt. So, verstehen Sie mich, was ich Ihnen sage? Nein. Erstmal von der Anfang. Ich erkläre das nochmal. Sie haben hier bei uns eine Anmeldung gemacht bei der Firma Ace Investing. Das tut mir leid. Und wegen dieser Anmeldung, die Sie schon gemacht haben, haben Sie ein Konto eröffnet. Handelskonto. Ist das schon verständlich? Nein. Sir, was machen Sie jetzt? Reden Sie mit mir oder was? Nee, ich mache gerade die Wäsche. Sie haben ja bei mir angerufen. Ihnen zu informieren. Ja. So, können Sie mir sagen, bitte, was wollen Sie machen mit diesem Konto, das Sie haben hier bei uns? Weiß ich nicht. Haben Sie dabei mit Ihnen einen Computer? Alexa, schalte Waschmaschine ein. Okay, Herr, ich höre ihn auch ganz schlecht. Ja? So, nochmal, was wollen Sie machen mit diesem Konto hier, das Sie haben? Na, weiß ich nicht, was muss man denn damit machen? So, okay, ich erkläre Ihnen für das, keine Sorge. Dieses Konto, das Sie haben hier, haben Sie schon das eröffnet, aber das ist im Passivstand, okay? Wir können dieses zu verändern, das aktiv zu machen. Jetzt, weil das Konto muss aktiviert sein. Verstehen Sie mich? Hören Sie mich? Warum schreit denn der Mann da im Hintergrund so rum?
Okay, Herr. Ich erkläre Ihnen nochmal, um was geht. Ja, können Sie eine Antwort geben, bitte, weil ich bin hier, Ihnen zu erklären. Ja. Ich mache das, aber Sie antworten Sie mich nicht. Ja. Ja, was wollen Sie denn für eine Antwort? Die Frage so, machen Sie, ich bin nicht mit Ihnen zu spielen. Ja, ich weiß okay, ja nicht, was Sie von mir wollen. Ich mit Ihnen Zeit zu verlieren und mit Ihnen zu reden. Ja, ja, aber Sie sind doch okay, Betrüger. So, antworten Sie mich jetzt? Aber ich verstehe nicht, weil... Ja, aber ich... Weil wir brauchen jetzt schon ein Konto. Ja, aber ich weiß doch nicht, was ich Betrügern antworten soll am Telefon. Sie verstehen mich ganz gut, aber Sie machen das für ein Spiel. Nee, ich mach das... Sie mich? Nein, ich mach das für YouTube. Nicht zum Spielen, für ja, YouTube. Du Hurensohn. Ja, und jetzt kommt Schlampe, stimmt? Was anderes kannst du nämlich nicht. Oh, du Schwul. Ja. Machst du das für YouTube, du... Aber wir hören uns heute bestimmt noch ein paar Mal. Oh, du bist ein schöner Schlampe, bist du. Ja, du genau.